Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Ich habe gerade die Vorbereitungen für die Tagesseminare abgeschlossen, die ab jetzt stattfinden. Morgen geht's in Ludwigsburg los. Ich freue mich sehr. Wir sind voll in Ludwigsburg. Alle Plätze besetzt. 20 Teilnehmer werden dabei sein und das ist perfekt. Wir begrenzen das bewusst, damit daraus keine Großveranstaltung wird, sondern ein cooler Workshop. Natürlich geht's um Gesundheit und darum, was das überhaupt ist. Wo fängt Gesundheit an? Und wo fängt Fitness an? Für jeden woanders, richtig? Wir sprechen über die Idee der nächsten besten Version von dir. Was ist das? Und was stellst du dir darunter vor? Wir machen eine Übung dazu. Dann gehe ich darauf ein, wie Gesundheit entsteht und an welcher Stelle du darauf Einfluss hast und wo es Grenzen gibt oder auch nicht. Was sind die relevanten Bestandteile eines gesunden Lifestyles? Und vor allem, warum? Wenn du verstanden hast, warum und wie bestimmte Gewohnheiten deine Gesundheit beeinflussen, dann wird es dir leichter fallen, dich in Zukunft gesundheitsförderlich zu verhalten, anstatt gesundheitshinderlich. Wir nehmen uns natürlich viel Zeit für das Thema Ernährung. Besser essen. Natürlich spielt die Ernährung eine große Rolle, ist doch klar. Wir sprechen darüber, worauf es wirklich ankommt. Auch wie dein Ernährungstag so aussehen könnte, wird ein Thema sein. Und wir machen dazu eine Fragerunde, bei der du deine persönlichen Fragen loswerden kannst. Und dann machen wir dazu eine Übung. Spaß. In Ludwigsburg bekommen wir in der Mittagspause eine leckere Quinoa-Bowl mit Avocado, rote Beete, Cashewkernen und Kichererbsen und Sesam-Limetten-Dressing. Das wird richtig lecker. Juliane Rosenbeck von unserer dortigen Event-Location, das Zollern Untere Stadt, hat das organisiert. Am Nachmittag werden wir uns dann um die Themen Bewegung und Sport kümmern. Keine Sorge, wir laufen nicht durch den Park, aber wir werden uns zumindest etwas auflockern. Und dann schauen wir mal, wie eine gesunde Woche in Bezug auf Sport und oder Bewegung aussehen kann oder sollte. Wir sprechen dann über Stressmanagement und Entspannung. Entspannung funktioniert immer auf die gleiche Art, egal welche Art von Entspannung du bevorzugst. Das hat was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Wir machen auch hier wieder eine Übung, eine Entspannungsübung natürlich. Closed Eye Procedure. Mehr verrate ich noch nicht. Das Thema Schlaf sprechen wir an und ich beantworte Fragen dazu. Ist nicht so kompliziert, aber wichtig und lösbar. Glaub mir. Wie sieht ein gesundes Mindset aus? Welches Mindset macht Menschen krank und dick? Das klären wir auf und ich gebe Tipps, wie man an der Stelle besser wird. Nach all dem Input werden wir uns aber auch darum kümmern, wie man von der Idee zur Umsetzung kommt. Gehört und verstanden zu haben, wie es theoretisch geht, das reicht ja nicht. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ach nee, das war was anders. Ich kenne Menschen, die sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Ich möchte dich unterstützen, in die Umsetzung zu kommen, damit du deine Ziele auch wirklich erreichst. Und dazu starten wir mit einer Bestandsaufnahme für jeden Einzelnen. Machen wir als Übung, jeder für sich. Und dann zeige ich euch, wie ich mir einen Plan machen würde, den ich Schritt für Schritt umsetzen kann. In kleinen Schritten sicher zum Ziel, anstatt ab jetzt alles anders und nach einer Woche gescheitert. Wieder einmal. Wenn das geklärt ist, dann machen wir noch eine offene Fragerunde, damit jeder erfragen kann, was für ihn noch nicht beantwortet wurde. Und dann lasse ich euch noch einmal träumen von der nächsten besten Version von dir, damit du mit Bildern im Kopf die Heimreise antrittst. Bilder, die dich magisch anziehen und dir den Antrieb geben, den du vielleicht noch brauchst. Boosterbilder sozusagen. Hast du Lust bekommen? Ludwigsburg ist ausverkauft, aber für Köln in einer Woche sind noch einige Plätze frei. Da geht spontan noch was. Auch für Hamburg am 6. November gibt es noch ein paar Plätze und für Berlin am 13. November ebenso. Also, Details auf ralfbohlmann.com/Seminare und Anmeldung über die Internetseite oder direkt formlos per E-Mail an mich. ralf@barefootway.de. Vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich freuen. Und bis dahin, dein Ralf Bohlmann.